Ja, auf alle Fälle. Also mein erster Höhepunkt war ja die Tour de Ski, wo ich eigentlich ja mein Ziel erfüllt habe mit Platz 12 und habe jetzt eine gute Vorbereitung gehabt für die WM, bin gesund geblieben und ja, bin eigentlich wirklich guter Dinge, dass es ja immer aufwärts geht und meine Ziele dort erfüllen kann. Ja, also mein erster Wettkampf ist der Pursuit. Da möchte ich auf jeden Fall mit der Top-15-Platzierung einsteigen. Dann kommt der 10 Kilometer klassisch, wo ich mir eigentlich schon eine einstellige Platzierung ausrechne. Ja, und dann mal schauen, vielleicht kriege ich im Teamsprint dann einen Einsatz, aber das wird in Oslo dann noch ja, bekannt gegeben. Und in der Staffel wollen wir natürlich um eine Medaille mitkämpfen. Wir wissen, dass es schwierig wird, aber wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir in der Staffel eigentlich immer recht gut sind, ein richtig gutes Mannschaftsergebnis zeigen können und ja, dafür kämpfen wir dann auch. Ja, das möchte ich schon durchziehen. Also, das hat man ja bei der Tour de Ski gesehen, dass ich von Wettkampf zu Wettkampf immer besser werde. Und ja, also mir macht das eigentlich nicht so viel aus. Also, ich kann mich gut regenerieren nach jedem Wettkampf und ja, ich peile auf jeden Fall also die Wettkämpfe auch an. Und zum Abschluss halt den 30er noch als Abschluss. Nee, also es ist jetzt meine dritte WM. Jetzt war ich in Sapporo in Liberec, da war jetzt die Stimmung nicht so gut, aber ich denke in Oslo, das wird gigantisch. Mit den vielen Zuschauern, was man schon im Vorfeld jetzt immer gehört hat, dass 20.000 Leute kampieren an der Strecke 2 Wochen lang. Und ich denke, das ist einfach das Mekka vom Langlauf. Und ja, da wird uns eine Stimmung erwarten, was man eigentlich, glaube ich, nicht jedes Jahr oder nicht jede WM erleben darf. Also die letzten 10 Tage war ich daheim, habe daheim trainiert und davor war ich ja in Russland beim letzten Weltcup. Davor waren wir nur eine Woche in Toblach bei der WM-Vorbereitung mit der ganzen Mannschaft. Ja, und ich denke, dass es eigentlich alles ganz gut gelaufen ist und ja, ich bin jetzt richtig heiß auf die WM.